Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Und wir müssen das Haus der Gladstones aufsuchen, um diese Karten zu stibitzen für diesen Ball. Um Steric zu töten. Und genau deswegen sind wir hier. Und Evie und Jacob haben wir. Wo können sie sein? Wer war das heute Nacht? Sie müssen die Einladung mitgenommen haben. Ein paar Meinungsverschiedenheiten. Sind hier eben zufällig zwei Kutschen vorbeigefahren? Ja, Sir. Eine mit einem Mann drin und eine mit einer Frau drin. Die haben sich getrennt. Wo ist der Mann hin? Da lang. Danke. Gut, gut, gut. Ne, da gehe ich nicht rein. Ich mach einfach so weiter. Ne? Ah, jetzt gib mir doch einfach die Kutsche. Ja, gib mir den Bowler. Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. Na? Gut, gut, gut. Auf jeden Fall sind wir. Das ist ihre Spur. Da, wo wir sein sollten. Nehmen nur einmal kurz. Get out of here before I throw you out. This is highly irregular. Ja, das ist ungewöhnlich, aber. Ich brauche Karten und. Karten. Eine private Veranstaltung. Die haben bestimmt nichts dagegen. Nee, bestimmt nicht. Und wenn das heißt, keinen Polizisten töten. Ich weiß nicht, wie ich das so einfach hinbekomme. Ach, Scheiße. Das war's mit keine Polizisten töten. Haltet nach möglichem Ärger Ausschau. Scheiße! Der Verdächtige flieht! Wieso bin ich nicht anonym? Glaubst du, wo du hingehst? So, jetzt aber. Jetzt kann ich sie vor seinen Augen stehlen. Jetzt muss ich noch zu Mrs. Gladstone. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur dran vorbeilaufen. Vielleicht war ich nicht immer so feinfühlig, wie ich hätte sein können. Aber trotzdem. Nee, ich bin nicht so feinfühlig, ne? Bringt Polizisten um. Auf geht's. So ein bisschen anderes Zeug. Okay. Mrs. Gladstone wird bewacht. Ich muss vorsichtig sein.
Ich warte, bis sie allein ist. Oder? Man sollte nicht auf den Ball der Queen ohne angemessen vorzufahren. Ach Mist, ich muss jetzt auch noch die Kutsche nehmen. Ja, die Kutsche, der lässt uns nicht beschädigen. Das ist aber schon irrelevant, weil ich ja schon da ein bisschen verkackt habe bei den ersten Sachen. Naja. Ich hole mir auf jeden Fall noch die Kutsche der Gladstones. Das ist ja eigentlich auch nur ein Bowler, ne? Sieht nur schick aus. Einladung. Was ist das? Auf Befehl der Queen sind alle Schwerter abzugeben. Freddy wird wissen, was zu tun ist. Schön langsamer. Vorsichtig fahren. Sachte. Ich möchte ja die Kutsche nicht beschädigen, ne? Wäre ganz schrecklich. Gut so, Mädchen. So ist's recht. Wenn ich die Kutsche beschädigen würde. Ruhig! So. Fertig. Ja, 90%. Komm, machen wir direkt hier weiter. Zack, spielen. Haben ja 7 Minuten gespielt. Und passt das schon. Und Fähigkeitspunkt erhalten. Warte mal. Aha, ich brauche noch 3. 2. So. Hübsche Kutsche, die Sie da haben. Wo haben Sie die gekauft, wenn Sie die Frage gestatten? Fragen dürfen Sie, Freddy. Sie bekommen bloß keine Antwort. Verdammt nochmal. Waren das meine Brauen? Ja, außer dem Gesicht, Stimme und Körper. Sehen Sie, ich habe eine Einladung für den Ball der Queen heute Nacht. Wo haben Sie die her? Freddy, es wird einen Angriff geben. Ich muss ein paar Waffen hineinschmuggeln, um ihn zu verhindern. Angenommen, ich glaube Ihnen. Nur die königliche Garde trägt Waffen. Und? Ganz einfach. Meine Güte, Freddy. Gut. Ich brauche eine Gardeuniform. Fein. Ich wusste, Sie sind dabei. Versprechen Sie mir, Jacob, dass Sie Gladstones Kutsche zurückgeben. Natürlich. Weiter, Mädchen. Die St. Martin's Church erreichen. Ja, natürlich mache ich das aber mit der Gladstone-Kutsche, ne? You won't get away with it, you know. Lauf schön weiter. Na? Wir haben jetzt nichts. Ja. Ich bin auch schon längst da. Das bedeutet, ich brauche eine Garde-Uniform. Ich wette, ich muss jetzt einfach mal auf den Ausguck, um zu gucken, ob es hier in der Nähe eine Garde gibt. Oder irgendwie so. Ich glaube nämlich nicht, dass da oben eine Gardeuniform rumliegt. Das wäre zu einfach, ne? Ich
Dann suchen wir mal nach einer, ups, Entschuldigung, nach einer Gardeuniform. Gut. Eine königliche Wache wird niederschlagen. Niemanden töten. Ich darf die Uniform auf keinen Fall ruinieren. Warte nur, bis ich dich erwische! Scheiße, ich hab sie ruiniert. Ich muss sie also von hinten oder so angreifen, dass sie mich nicht sehen. Och nee, das wollte ich doch gar nicht. Verdammt nochmal. Na, das regt mich jetzt richtig auf, ja? Kann es nicht irgendwo eine Wache mit einer königlichen Gardeuniform geben, die so ein bisschen in der Gegend rumdümpelt, ohne dass man die direkt anderen Leuten sieht? Alte Wache! Ich darf die Uniform auf keinen Fall ruinieren. Boah! Ich hab sie doch nur niedergeschlagen. Verdammt nochmal. Schlag zu! Schlag zu! Aua. Das wirst du schon noch bereuen. Ich verfolge ihn. Eine Geduldige Standbinde. Wie kann ich denn jetzt so einfach wachen? Sind einfach viel zu viele. So. Halte die Augen offen. Alarm! Alarm! Halt! Polizei! Grundgültig. Ah, jetzt? Ich zeig dir, was ich mit Kriminellen mit dir anstelle. Ich bin einfach slight, ja? Aua. Beruhigen Sie sich! Wir haben diese
komm. So. Jetzt habe ich die Garde-Uniform. Wie schön. Charmant. Jetzt den Gardisten verstecken. Versteckt man die denn am besten? Den Körper in einer Kutsche verstecken. Am besten, dass die uns nicht sehen. Freddy, ich bin auf dem Weg. Mit Freddy Abeline reden. Drehen, drehen, drehen und... Braves Mädchen. Ja. Komm Freddy, wir wollen reden. Steigt immer auf der falschen Seite aus. Voll. Eine Uniform, ja. Wie bestellt. Sie ist noch warm. Mein Geschenk an Sie. Wir treffen uns auf dem Dach vom Buckingham Palace. Sie sind ja so romantisch. Ja, das mit niemandem töten geht nicht so. Gut. Naja, ich kann mich jetzt zu Eevee wechseln. Und Eevee hat so ein bisschen Sachen hier drin, ne? Sowas wie ein Upgrade. Ne, geht ja gar nicht, ich hab nicht genügend. Ah, aber die hat jetzt neue Assassinenhandschuhe. Neue Umhänge. Bringt aber nichts viel. Entdeckungsgeschwindigkeit ist immer noch am besten. Und die hat natürlich noch Fähigkeiten, die ich ihr geben kann. Einmal mehr Ausdauer und jetzt brauche ich noch für 2, dann hätte ich Level 10. Naja. Ich würde sagen, wir beenden damit die Folge heute und wir treffen uns bei der nächsten Mission.